wie ihr unschwer erkennen könnt, blinkt hier unten noch diese Spezialisierung und Talente, weil ich mich da noch nicht entschieden habe. Schauen wir mal rein. Da gibt es einmal die Tierherrschaft. Da ist vor allem das Tier im Vordergrund. Da macht das Tier sehr viel Schaden. Dann haben wir die Treffsicherheit. Also hier seht ihr, was da alles auf euch zukommt. Fass ist halt ein sehr starker Befehl für das Tier. Das sind eben diese Fähigkeiten, die zu Tierherrschaft dazugehören. Das ist der Kobraschuss, den gibt es aber erst später. Zorn des Wildtiers und den Arkanschuss, den können wir ja von Anfang an. Dann gibt es die Treffsicherheit. Da wird der Schaden vor allem vom Jäger selber verursacht durch verschiedene Schüsse, die es da gibt. Und dann gibt es noch Überleben. Das ist mehr so ein bisschen raffiniert. Da werden eben Tiergifte, Sprengsätze und Fallen als Waffen verwendet. Da gibt es den Explosivschuss, der ist ziemlich heftig. Auch den Kobraschuss über den ersten, über dieser ersten Spezialisierung der Tierherrschaft. Und dann gibt es noch Fallenbeherrschung und den schwarzen Pfeil, der sieht auch ziemlich böse aus. Ich habe mich jetzt hier mal für die Tierherrschaft entschieden. Jetzt erlerne ich das. Jawohl. Jetzt gucken wir mal nach dem Begleiter. Ah, jetzt habe ich dieses Fass dazu gelernt. Das kann ich jetzt hier benutzen. Das füge ich hier mal in meine Leiste ein. Also ich lasse jetzt mal das Schlangengift vorne. Nimm das Fass auf die 8. Dann das dahin. Den da. So. Würde ich das mal. Ach nee, das ist ja dieser. Den brauche ich nicht so oft. Den hier. Dann würde ich das mal so ordnen. Okay, das kann man ja immer wieder umstellen, wie es einem am besten passt. Okay, dann habe ich das soweit. Jetzt gucke ich mal nach dem Begleiter. Da. Hier seht ihr nämlich die Leiste von Motti in diesem Fall. Hier ist der Angreifen-Button. Da folgt sie. Da bewegt sie sich zum Ziel. Da kann ich also sagen, dass sie da und dahin soll. Da sind verschiedene Attacken. Wenn da so ein Fenster an ist, bedeutet das immer, dass diese Sachen automatisch gemacht werden, sobald sie bereit sind. Das hier ist das Herz des Phönix. Da steht Motti, wenn sie tot ist, wie Phönix aus der Asche wieder auf mit vollem Leib. Hier hilft der Begleiter. Hier ist er defensiv. Und hier macht er gar nichts, ohne dass man ihm die Anweisung dazu gibt. Das kann man auch gleich nochmal im Buch sehen. Jedenfalls, wie man hier sieht, dieses Herz des Phönix gehört zur Wildheit. Also das Tier kann sich halt auch spezialisieren, beziehungsweise du suchst aus, was dein Tier machen soll. Oder in diesem Falle ich. Also bei der Wildheit ist es so, da macht es eben viel Schaden. Bei der Hartnäckigkeit fungiert das Tier mehr so als Tank. Da ist es also sehr robust und stabil. Und bei der Gerissenheit macht es auch wieder ganz schön viel Schaden, gerade hier diesem in die Ecke gedrängt oder hier auch Kampferfahrung. Das ist ja eine passive Fähigkeit, aber da ist der Schaden auch um 50% höher. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt einfach ein Tanktier. Das heißt, ich verlerne die Wildheit und nehme jetzt die Hartnäckigkeit. Beziehungsweise, ja, probieren wir mal. Zack. Ja, yeah, jetzt habe ich es. Jetzt hat Morty diese Fähigkeiten. Das natürlich noch nicht, das dauert hier alles noch. Aber ein paar Sachen sind schon da. Jetzt machen wir mal zu und gucken mal im Zauberbuch nach. Da hat Morty nämlich jetzt ihren eigenen Platz, ihre eigene Seite oder sogar mehrere. Hier, wenn ich da jetzt Rechtsklick drauf mache, geht das weg und wenn ich eben das wieder aktiviere, dann wird das automatisch gemacht. Deswegen kann man sich da aussuchen, was das Tier automatisch machen soll und was nicht. Da sind diese passiven Sachen.
die wir jetzt praktisch geskillt haben, weil Morty jetzt ein Tank ist. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Der Schaden durch Flächenschaden wird um 90% verringert. Das ist eine gute Sache. Ups, jetzt hat man den armen Kerl gar nicht mehr gesehen, weil ich so vor ihm gestanden habe. Mit dem bin ich jetzt, glaube ich, fertig. Ja, der ist froh, dass er die Überreste seiner Familie wiederbekommen hat. Den lasse ich jetzt lieber alleine. Jetzt tuckern wir mal wieder in diese Richtung. Ich gucke mal in meinen Quests, was noch so geht. Okay, Ruhestein oder dahin latschen? Okay, Ruhestein. Im Zweifelsfalle immer Ruhestein. Jo, jetzt mit Level 10 könnte ich ja so ein Battleground machen. Da warte ich aber noch ein bisschen mit. Ich möchte mich ja erstmal mit den neuen Fähigkeiten vertraut machen. Jetzt kann ich Morty ja steuern. Nicht, dass ich das dann im Battleground üben muss. Das ist ja blöd. Obwohl man mit Level 10 da eh der Kleinste ist und wahrscheinlich sofort tot geht. Oh, eine nette Armbrust. Dann nehme ich doch die. Ah, hier oben sieht man, dass diese Armbrust in grün geschrieben ist. Grün ist schon mal besser als weiß. Grün hat eigentlich immer noch irgendwelche Sachen drauf, irgendwelche Besonderheiten, wie in diesem Falle zwei Beweglichkeit. Das ist gut. Dann nehmen wir doch mal hier das grüne Teil. Die anderen Dinger sind auch grün. Also das hier ist schon eine bessere Belohnung. Noch besser als grün ist blau und noch besser ist lila. Das dauert aber noch eine Weile. So, da haben wir jetzt mal unsere schicke Belohnung kassiert, die ich jetzt natürlich sofort anziehen werde. Wo haben wir das gute Stück denn? Da. Und? Yeah. Naja, sieht eigentlich aus wie die vorletzte, aber Hauptsache sie ist besser. Ach, toll, wieder auf den Lehrer zugelatscht. Der sah irgendwie aus wie ein Verkäufer. Da ist die Dame, bei der man die Tiere lassen kann, Das Ende der als Legion Jäger. rückt näher. Oh. Ich kann eine Motte kaufen. Noch nicht schlecht. Sag mal. Ach so, das ist eine Kampfhaustiertrainerin. Das ist keine Stallmeisterin. Deswegen. Aber so ein Mädchen finde ich jetzt auch nicht schlecht. Zeig nochmal. Das Glück sei mit euch. Ich habe halt nur zu wenig Kohle. Gute Gesundheit, langes Leben. Läppische 45 Silber. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die blaue Motte nicht schon habe. Aber dann müsste da eigentlich stehen, bekannt. Ich kann ja mal gleich Ende der in Legion meinem Tierbuch rückt näher. spicken. Oh, der möchte auch, dass ich irgendwas mit den Nacht. Nee, das kriege ich jetzt für die Nachtpirscher. Mal schauen. Das ist Leder. Klar, Leder her. Schwupps. Gute Gesundheit, langes Oh, Leben. jetzt muss ich in dem Chaos noch die Armschienen finden. Hier sind sie. Und meine ersten Armschienen. Geht doch. Jetzt so ein bisschen das Verhökern. Soweit bin ich jetzt hier durch. Oh, ich kann auch unten verkaufen gehen. Ich gehe jetzt einfach zum Ankerplatz runter. Gib dann noch die eine Quest ab. Zack, mit Num liegt sie es einfacher. Und dann könnten wir ja mal in die große Stadt fliegen, oder? Da freue ich mich schon drauf. Da gibt es bestimmt irgendwas Cooles. Leider kann ich ja noch nicht shoppen gehen, weil ich so wenig Geld habe. Aber die große Stadt ist schon toll. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich Motti einstauben und mir ein Kätzchen holen. Das Gute ist aber, ich kann Motti behalten. Das zeige ich euch aber dann. Weil ich finde das jetzt ein bisschen undankbar. Die arme kleine Motte begleitet mich jetzt seit 10 Leveln, macht ihren Job sehr gut. Und wenn ich die dann einfach freilassen würde, obwohl die Motte freut sich vielleicht, wenn sie frei ist, das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht in die Motte reingucken.
Aber ich glaube, die hat sich schon so an mich gewöhnt, die will gar nicht von mir weg. Und dann könnte ich sie halt zur Stallmeisterin geben oder zum Stallmeister. Mal gucken, wer da in der großen Stadt zuständig ist. Und dann könnte ich mir ein Kätzchen holen. Was gibt's hier? Ein Schwert. Na, das Schwert ist aber mehr wert als die Stiefel. Dann nehme ich natürlich das Schwert. Ich kann eigentlich noch mit dir erzählen. Gucken, was sie mir noch erzählt. Na, nichts Besonderes mehr. Sieht es eigentlich mit Kochen aus? Kochen habe ich gelernt. Ah, guck mal, ich kann auch drei Eier zubereiten. Das tue ich jetzt mal. So, ich gönne mir mal mein eigenes Lagerfeuer. Hau die sieben Eier in die Pfanne. Und kann dann vielleicht was Neues lernen. Ja, mit 60 muss ich mal nachschauen, ob der gute Cracker Aschebecher da was für mich hat. Ist der Typ denn schon wieder drüben? Der läuft auch immer nur durch die Gegend, ne? Hummeln im Hintern. So. Kann der was? Nee. Bei dem habe ich alles gelernt, was er mir beibringen kann. Schade. Mal gucken, ob ich noch Erz dabei habe. Wow! Wo habe ich denn 20 Kupfer hier? Aber ruckzuck verhüttet. Cool. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich so viel Kupfer eingesammelt habe in dieser Mine. Hehe. Dann gucke ich gleich mal, ob ich noch raue Steine habe. Das kann ich ja eigentlich gucken, während das hier skillt. Ja, die habe ich auch. Da kann ich mir noch was mit basteln. Und so mal die Taschen ein bisschen aufräumen wieder. Entweder verschiebe ich die. Ah, dann passt das wieder mit den Farben nicht mehr. Gut, dann machen wir das so. So geht's doch. Dann ist die hinten mit den wichtigen Sachen. Okay. Kupfer war verhüttet. Jetzt kann ich erstmal das raue Sprengpulver machen. Ich weiß nicht, was von den beiden zuerst gelb wird. Da. Gut. Ist ja immer sinnvoll, zuerst die Sachen zu machen, die schneller eine andere Farbe bekommen als die anderen. Jetzt könnte ich schon dieses Dynamit machen, aber ich denke mal, für die Sachen, die ich mit dem rauen Stein machen kann, fürs raue Sprengpulver, ist die Farbe gelb noch ganz gut. Also mache ich da noch nicht weiter. Jetzt verkaufe ich mal noch eine Menge Sachen. Das machen wir mal weg, das brauchen wir ja gerade nicht. Okay, weg damit. Ich freue mich schon, wenn die Sachen ein bisschen mehr wert sind, die man so aufgabelt. Der Schattenedelstein. Ach, den verkaufe ich. Die kriegt man ja immer mal wieder. Den rausstecken. Ein Brot esse ich mal. Ups. Okay. Was geht euch durch den Kopf? Dann verkaufe ich mal die Eier, den Rest vom Brot. Das sehen wir schon auf. Jetzt machen wir noch den Schnabel. Meine olle Armbrust. Da und da, das behalten wir alles. Das machen wir noch da oben dazu. Jetzt öffne ich mal diese Muscheln. Vielleicht ist da noch was Cooles bei. Na, was gibt's? Muschelfleisch, Muschelfleisch, Muschel, Muschel, Muschelfleisch. Weg ist es. Wie oft kann ich das jetzt kochen? Könnte ich 20 mal kochen. Also wenn ich 30 von den blöden Muscheln habe, dann nehme ich die auf jeden Fall zum Kochen. Was hat der eigentlich alles? Geht was? Nein, 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 das geht alles noch nicht. Kein Geld. Dann kaufen wir auch nichts. Komm, dann holen wir zum Quellwasser. Auf dann. Damit wir auch wirklich 20 Muscheln machen können. Wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Was gibt es überhaupt? Oh, 4 Ausdauer und Willenskraft. Nicht schlecht.
Das hier kann ich auch mal aus der Leiste skillen, dann irritiert das nicht so. Sachen, die man nicht braucht oder Sachen, die man nicht hat, kann man mir entsorgen. Dann ist die Übersicht besser, ne? Gibt es hier jetzt was zur Tierherrschaft zu sagen? Was geht denn hier überhaupt? Da oben sind die anderen Quests. Dann gehe ich erstmal zur Azurwachthof. Motti kann ja mal ein Probekämpfchen machen, wenn ich hier irgendeinen interessanten Mob sehe. Wo habe ich denn jetzt wieder hin? Okay. Ach genau, ich wollte ja von der Azurwacht in die Stadt fliegen. Das mache ich jetzt endlich mal. Shopping ohne Geld. Wunderbar. Wie viel habe ich denn jetzt? Hey, 48 Silber. Gibt's ja wohl nicht. Oh, die habe ich vergessen zu verkaufen. Naja, 1,5 Silber machen den Kohl jetzt auch nicht fit, ne? Das müsste ich mal lernen. Okay. Gibt es wenigstens was, wenn man es verkauft? Was gibt es denn? Na, gibt auch nicht so die Mordskohle. Wenn man zum Beispiel Juwelier macht, da bekommt man schon mehr Sachen für. Also mehr Geld für die Sachen, die man herstellt. Jetzt gehen wir mal zum Flugmeister. Oder gehe ich jetzt rüber und mache die Quest noch? Ach was, wir fliegen erstmal dahin. Bisschen chillen tut uns auch mal ganz gut. Na, Motti? So, ab zum Flugmeister. Wo können wir jetzt hin? Na, wir könnten sogar schon darüber, machen wir aber nicht. Jetzt fliegen wir einfach hier zur Exoda, da sollen wir ja auch hinfliegen. So. Jetzt sitzen wir auf so einem coolen Hypo-Reifen da. Und fliegen Richtung City. Ja, schön, ne? Die sieht doch richtig kultig aus. Große City heißt Exoda. Und ist, glaube ich, dieses Raumschiff, mit dem wir damals abgestürzt sind. Also der Großteil des Raumschiffs. Voll freaky hier, ne? Also nicht im Sinne von beängstigend, sondern cool freaky. Jetzt sind wir hier beim Hippogriffenmeister. Stimmt, der heißt nicht Hippogriff greifen, sondern Hippogriffen greifen. Ups, hier gibt's jetzt einen Handelschat. Nochmal, Hippogriffen. Gut. Da. Den Handelschat habe ich jetzt nicht ausgestellt. Ich weiß gar nicht, ob der ausgeht. Also hier in den Städten wird man halt irgendwie zugetextet. Oh, das gefällt mir nicht so gut hier. Ich guck mal gerade, ob ich das ausstellen kann. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Naja, ich guck mal später nach. Ich lasse den Chat jetzt einfach oben. Solange ich in der Stadt bin. Was ist denn hier los? Hallo. Okay. Ah, der Dunkelmondjahrmarkt hat geöffnet. Und zwar ist das so. Ich erkläre euch jetzt mal die Karte hier oben. Schönen Tag auch. Da steht ja das Datum und da ist der Kalender. Und hier ist das so. Das wäre der heutige Tag. Heute hat der Dunkelmondjahrmarkt begonnen. Der geht von heute bis zum nächsten Samstag, den Samstag darauf. Der Dunkelmondjahrmarkt fängt immer am letzten Sonntag des neuen Monats an und dauert dann eine Woche. Dann gibt es wöchentlich hier so einen Anglerwettbewerb im Schlingendorntal. Diesen Monat beginnt zum Beispiel da hinten Ende Januar das Mondfest. Das geht bis in die erste, in die zweite Februarwoche. Und so ist es so, dass eigentlich oder jeden Monat gibt es so ein spezielles Fest, wie hier zum Beispiel dieses Liebesfest mit Valentinstag und so. Jetzt hatten wir ja gerade das Weihnachtsfest. Und wie gesagt, der Dunkelmondjahrmarkt ist immer hier vom ersten Sonntag bis zum zweiten Samstag des Monats.
Da geht dann das nächste Fest los. Also hier oben kann man dann immer gucken, wann welches Fest ist oder wann welches Event ist. Manchmal gibt es auch so ein Event, da ist es dann nur ein Tag oder so. Ja. Und jetzt ist gerade Dunkelmondjammert. Und da gibt es eine Quest zu. Auf dann. Der Dunkelmondjahrmarkt ist in der Nähe von Sturmwind für die Alliierten. Weiß gar nicht, ob ich da schon hin kann. Ich kann es euch ja zeigen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon irgendwie auf der Map habe. Da, doch. Da, alles klar. Da ist Sturmwind. So was kleiner, weil es ist ja gar nicht Sturmwind, sondern hier im Wald von Elwin. Hier so in etwa, da ist der Eingang zum Dunkelmondjahrmarkt. Das Problem ist halt leider, Braucht ihr etwas? dass der Weg zum Jahrmarkt was kostet. Okay, das wird ja noch Mal gehen, 70. aber ich brauche so Lose und die Lose kosten im Moment für mich zu viel Geld. Das heißt, ich muss mich beeilen, muss gucken, dass ich schön Geld ranklötze und dann darf ich auch auf den Jahrmarkt. Yeah! Wollt ihr Also kaufen? der Jahrmarkt geht ja noch eine ganze Woche beziehungsweise noch 6 Tage und ich hoffe doch, dass ich in der Zeit mal ein paar Kröten zusammenbekomme, dass ich da auch mal hingehen kann. Wäre sonst sehr schade. Okay, jetzt sind wir mitten in der Exoda. Hier ist es nicht toll. Jetzt machen wir einen kleinen Rundgang, aber das alles nach einer kurzen Pause.